Ich will gar nicht zu viel verraten, eine Sache wäre noch zu klären. Sarah, ist bei dir alles okay? Naja, und dann war ich dann halt in dieser mega großen Stadt. Es war so bunt und so laut. Also New York, ich weiß nicht, ob du das schon mal fand, aber es war verrückt. Weißt du? Und alle Leute, die hatten dieses Grinsen auf dem Gesicht, die waren alle so, so glücklich. Also jedenfalls kann ich mir so vor. Naja, als ich dann wieder hier war, dann waren dann alle Leute so peace. Das war ich irgendwie gar nicht mehr gewohnt nach dieser Woche. Und das war am Anfang von meinem Ferien, von meinem Sommer. Und am Ende war ich dann bei diesem Festival. Du siehst hier, dieses Mädchen werde ich sicher bis zum nächsten Jahr oder zumindest bis zum nächsten Festival dran lassen. Und ja, das war auch super schön, weil eigentlich die Leute, ich habe alle, die auch dieses Grinsen, die waren alle so gut drauf, die Stimmung war perfekt. Genau, und naja, dann war die Sommerferien vorbei, leider. Und dann fing die Schule wieder an. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, das wird bestimmt alles super stressig und jetzt muss ich anstrengen, jetzt muss ich viel arbeiten. Aber ich habe dann mit der Zeit festgestellt, es fällt mir überhaupt nicht schwer. Es geht super gut und ich hab da echt gerade super viel Glück und total Flow. Und ja, also mir geht's so gut im Moment. Genau, aber ich muss kurz ausgehen, kannst du mir vielleicht schon mal irgendwas bestellen? Danke. Na, weißt du nicht, was du sagen sollst? Ist dir zu selbstbewusst? Fühlst du dich wohl hier? Ist dir Leben interessanter als dein langweiliges, ödes, träges Leben? Vergleichst du mit mir interessanten, erfolgreichen, lang nicht langweiligen Leben? Würdest du nicht gern was verändern? Aber was kannst du schon verändern? Und wie kannst du es verändern? Die Leute sind auch super nett. Ich werde dir auf jeden Fall mal vorstellen, weil ich glaube, du würdest dich auch voll mögen. Naja, und dann geht es mir gerade so gut, wie ich vorhin schon erwähnt habe, weil also ich mache dieses Projekt und dann mache ich Schule und es geht ganz gut. Und wenn ich also das mit dem Abi stimmt, wenn ich das schaffe, so wie ich mir das vorgenommen habe, so 1, irgendwas bereiche, dann wird mir die Zukunft echt viel bringen und es geht mir so gut damit. Aber hier scheint es gerade nicht so gut zu gehen. Ist bei dir alles okay? Ja, es ist alles okay bei mir! Sicher? Sieht man nicht? Ich hab Angst davor, dass alles so bleibt, wie es ist. Und ich glaube, dass diese Angst auch immer noch bestehen würde, wenn alles super gut wäre. Aber ich glaube, ja, das ist so eine ziemlich große Angst von mir, dass alles bleibt, wie es ist und sich überhaupt nichts verändert. Ich habe Angst vor Gleichgültigkeit von anderen Menschen, aber auch von mir. Ich habe ein bisschen Angst davor, meine Ängste hier öffentlich darzustellen. Ich finde Angst interessant, weil sie uns vor vielen Gefahren schützt. Ich habe Angst davor, meine Miete nicht zahlen zu können. Ich habe Angst davor, Nein zu sagen. Ich habe Angst, dass ich auch die Kleinträume, die ich im Leben vielleicht mal haben werde, nicht verwirklicht bekomme. Ich habe Angst vor dem Druck, immer Geld verdienen zu müssen. Ich mache jetzt mein Abi, das muss ich total gut machen, damit ich später ein gutes Studium habe, damit ich dann eine gute Arbeit finde.
Aber am Ende arbeite ich die ganze Zeit nur, um Geld zu verdienen, damit ich überleben kann. Aber dabei erlebe ich gar nichts. Ich habe Angst davor, irgendwann viel zu viel Angst zu haben. Ich habe Angst davor, dass Menschen oder dass mich Menschen, die mir viel bedeuten, vielleicht mich irgendwann nicht mehr so sehen, wie sie mich jetzt sehen, oder ich ihnen nicht mehr viel bedeute oder vielleicht auch gar nicht irgendwann. Ich habe sehr große Angst vor gefährlichen Krankheiten, zum Beispiel Krebs. Manchmal habe ich Angst vor mir selber. Ich habe Angst davor, Menschen nicht zu erreichen auf Gefühlsebene. Ich habe Angst davor, nicht zu wissen, was ich will. Ich habe extreme Angst davor, dass mir die Zigaretten ausgehen. Ich habe Angst davor, anderen Leuten meine Schwächen zu offenbaren, weil ich dann denke, dass sie mich als schwach empfinden, was eigentlich Schwachsinn ist, weil ich weiß, dass Menschen gerne sehen, dass auch ich Schwächen habe, aber ich habe trotzdem Angst davor, sie zu zeigen. Ja, so ist das. Jeder von uns kennt sie und jeder weiß und kennt das Gefühl, Angst zu verspüren. Ich weiß nicht, ich kenne Angst sehr gut, ich bin noch jung, ich weiß nicht, wie das mit Ihnen ist. Vielleicht ist man irgendwann zu alt dafür. Ich wünschte, es wäre so. Aber nicht heute hier, nicht in dieser Show. Heute gilt es, die Angst zu bekämpfen und Sie helfen mir dabei. Mit Ihrer Kraft, mit Ihrem Elan. Sarah, bei dir alles okay? Thank you.
Ja, genau. Aber du, sorry, ich muss kurz aufs Klo. Kannst du schon irgendwas